niemand kann alles. Aber umso wichtiger ist daher eine gut funktionierende Zusammenarbeit und ein festes und unabdingbares Zusammenstehen in Zeiten einer Krise. In diesem Sinne freut es mich jetzt natürlich ganz besonders, ein paar bestimmte Damen und Herren begrüßen zu dürfen. Ich habe da ganz eine lange Listen gekriegt und ich werde jetzt noch drei, ich hoffe, perfekt begrüßen. Aber wir werden zusammenreißen, das ist kein Problem. Mit diesem Wind da heraussitzen, ich bin schuld, weil ich habe darauf bestanden, dass wir es heraußen abhalten, weil es das erste Mal seit langem wieder ist. Also ich weiß, die letzten Burgfeste waren immer drinnen, weil es sich alle verrenkt hat und weil es Wetter nie passt hat. Aber heute ist es einmal wunderschön. Wir haben einen blauen Himmel, wir haben eine wunderschöne Kulisse und ich glaube, wir werden das schon aushalten. Wir haben alle ein gutes Immunsystem, wir werden sicher nicht krank. Deswegen freut es mich besonders, dass wir heute auch im Burghof das abhalten können. Das ist die gefährlichste Kampfansage für alle anderen Parteien, die in Wien das Epizentrum der Verrücktheit ausgerufen haben, gegen die eigene Bevölkerung und natürlich gegen die Freiheitliche Partei. Kommt mir ja schon vor wie der Luther. Der hat sich ja auch auf eine Festung zurückziehen müssen, weil ihn die Narischen verfolgt haben, weil er es gewagt hat, dem Volk nach dem Mund zu reden. Ne? Aber ganz so weit ist noch nicht. Nein, liebe Freunde, aber Marlene, ich kann dir dieses Kompliment nur zurückgeben. Ich bin dir und dir stellvertretend sozusagen für die ganze Landesgruppe zu einem unglaublichen Dank verpflichtet. Ich weiß, was ihr für mich gemacht habt, auch im Vorfeld des Parteitages, am Parteitag und seit damals. Und ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank. Ihr habt einen wesentlichen Beitrag auch für die Weichenstellungen in der Freiheitlichen Partei geleistet. Und dir persönlich, liebe Marlene, ja, dir muss ich ein großes Kompliment machen. Ich habe eine Riesenfreude mit dir. Ich habe eine Riesenfreude mit dir. Auf nationaler Ebene, die Greta ist eben auch eine davon, dass die alle den gleichen Chip implantiert haben. Und dieser Chip ist so programmiert, dass die Leute, die ihn drinnen haben, nach oben buckeln und nach unten treten. Und unsere freiheitliche Grundeinstellung muss das genaue Gegenteil sein. Nach unten müssen wir dienen und nach oben müssen wir treten, dort wo die Idioten sitzen, die uns unser ganzes Leben versauen und die Wirtschaft ruinieren. Bei dir kann man am ersten Blick erkennen, dass du Vertreterin der weiblichen Spezies bist und noch dazu ein besonders hübsches Exemplar. Bei vielen Linken musst du erst eine Ausweiskontrolle machen, bevor du überhaupt weißt, mit wem du es zu tun hast. So sehr haben sie Angst, ihr eigenes Geschlecht zu zeigen. Ja, ihr habt es schon gehört und habt es vielleicht auch mitverfolgt. Ich war gestern am Abend noch im Fernsehen, im TV-Studio und habe dort mein letztes Sommergespräch absolviert. Mir gegenüber. Mir gegenüber. Ein journalistischer Sumo-Ringer, möchte ich sagen, der alte Föhner, ein echtes Schwergewicht in Sachen Objektivität und Unparteilichkeit. Und ich habe das Gefühl, gestern hat er sich besonders zusammengerissen. Gestern hat er müssen einen Schorten auswetzen. Gestern hat er müssen den guten Menschen in diesem Land zeigen, dass er sich traut, sie mit den Freiheitlichen anzulegen, weil er vor ein paar Tagen einen ordentlichen Stern gerissen hat, weil er Neger gesagt hat. Und jetzt sind alle besser auf ihn und jetzt muss er es wieder gut machen. Es wird gezeichnet, da geht viel Geld in diese ganzen Kampagnisierungen, damit die das immer wieder erschreiben und immer wieder erzählen. Und ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass ich unbeliebt bin. Das glaube ich schon. Man muss sich nur anschauen, bei wem. Bei meinen politischen Gegnern, liebe Freunde, bin ich um. Da bei euch bin ich beliebt, da bin ich schon draufgekommen. Das sind meine Groupies da. Wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Seilschaft, wie man so schön sagt, mit guten Bergkameraden. Und das hat mir wieder gezeigt, was man zustande bringen kann, wenn man mit den richtigen Leuten gemeinsam ein gescheites Projekt verfolgt. Und ich habe dort wieder am eigenen Leib an diesem Beispiel erlebt, dass dann eigentlich kaum was unmöglich ist. Dass eigentlich alles geht.
wenn man sich mit den richtigen Leuten zusammentut, wenn man sich ordentlich vorbereitet, wenn man Vertrauen ineinander hat und wenn man gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist für mich das Erlebnis gewesen, das ich dort oben gehabt habe. Und ich habe von oben runter geschaut und habe mir gedacht, wow, super, diese Burg dort unten, diese Festungsanlage, weil ich ja schon gewusst habe, dass ich heute da sein werde. Ein wirklich perfekter Ort von der Symbolik her, um eine solche Veranstaltung zu machen, weil, und das muss ich euch sagen, weil wir uns wehren müssen, jawohl, wir müssen wehrhaft sein mit unseren Bürgern und für unsere Bürger. Deswegen passt es da so gut. Das, wir müssen nicht nur die Stellung halten, sondern wir müssen aus diesem Brückenkopf heraus die Zugbrücken runterlassen, ausreiten und Territorium zurückgewinnen, das wir in der Vergangenheit verloren haben. Territorium für die Normalität, für den Hausverstand, für die Heimatliebe, für die Wahrheit und für die Freiheit. Das sind die Dinge, um die es geht. Könnt ihr euch noch erinnern, was die alles gesagt haben vor unserem Bundesparteitag? Könnt ihr euch noch erinnern an diese Abgesänge? Ein Absturz wird es geben. Die FPÖ auf den Weg in die prozentuelle Einstelligkeit. Scharenweise werden uns die Leute davonrennen. Bundesländer werden sie abspalten. Lauter Abgesänge. Lauter Abgesänge, einer ärger als der andere. Und was ist passiert? Das genaue Gegenteil ist passiert, liebe Freunde. Die Aktien sind wieder im Steigen. Wir haben die 20%-Marke erreicht. Die Leichenfeier ist abgesagt, die Totenvögel sind weitergeflogen, die sind jetzt bei der SPÖ gelandet. Und die Aasgeier, liebe Freunde, die Aasgeier, die kreisen jetzt über den Kopf der Frau Rendi Wagner. Das ist ja kein Wunder. Ja, kein Wunder. Und die Freiheit ist auch bedroht, dort, wo es um ganz andere Dinge geht, zum Beispiel ums Eigentum. Weil Eigentum ist auch nichts anderes als Freiheit, die man anschauen kann, Freiheit, die man sich geschaffen hat. Und überall hat der Staat seine Begehrlichkeiten und überall hat der Staat seine Griffel drinnen und kann nicht genug kriegen. Und der nächste Anschlag, liebe Freunde, der wird daherkommen in Form einer ökologischen Steuerreform. Da muss man immer was Moralisches drüber stülpen, damit die Abkassiererei ein bisschen schöner ausschaut. Das Weltklima wird es nicht retten, aber wir werden ausgenommen werden unter diesem Vorwand. Und auch das ist ein Anschlag auf die Freiheit. Genauso wie man nicht immer entscheiden kann, welchen Motor ich bei meinem Auto drinnen habe. Ich sage Hans, liebe Freunde, nicht der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell, sondern die Frau Gewessler ist ein Auslaufmodell. Ich glaube, das ist die vernünftigere Variante. Corona sein. Liebe Freunde, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir gehen in einen dramatischen Herbst hinein. Wir gehen in einen dramatischen Herbst hinein, weil wir eine Situation haben, und das ist nicht die Schuld der Geimpften, weil wir eine Situation haben, dass leider die Infektion sich unter den Geimpften ganz massiv verbreitet. Das ist die Wahrheit, das ist keine Propaganda. Das sehen wir dort, wo wir die hohen Durchimpfungsraten haben. Und damit haben wir folgende Situation. Die Geimpften sind beschissen worden von der Regierung, weil man ihnen versprochen hat, dass nach zwei Impfungen die Pandemie für sie vorbei ist. Die haben dafür Nebenwirkungen in Kauf genommen. Manche haben sie heute noch, nach Monaten, nach der Impfung. Die haben dafür das Risiko in Kauf genommen, irgendwann einmal Spätfolgen zu haben. Und jetzt haben sie gar nichts davon. Und die zweiten Betrogenen, das sind diejenigen, die man jetzt zu Sündenböcken machen will. Das sind die Ungeimpften. Das sind diejenigen, die jetzt drankommen sollen, wenn man eine Pandemie der Ungeimpften erfindet. So einen Schmarrn habe ich überhaupt noch nie gehört. Liebe Freunde, eine Pandemie der Ungeimpften, ja, die kriegt man dann, wenn man nur Ungeimpfte testet. So macht man eine Pandemie der Ungeimpften. Das ist unseriös bis zum geht nicht mehr. Und in Salzburg lauter Planquadrate machen und einen Alkoholisierten nach dem anderen rausfangen. Und in Tirol gar keins. Und dann komme ich zum Ergebnis, dass in Salzburg alle besoffen Autofahrer. Dann ist Salzburg das Land der besoffenen Autofahrer. Genau mit der gleichen Methode wird hier gearbeitet. Und das erklären sie uns dann als seriös. So funktioniert das nicht. Und liebe Freunde, deswegen ist unser Widerstand gegen diese Politik nichts anderes als ein Ringen um die freie Entscheidung, die jeder Einzelne für sich selber treffen soll. Es ist ein Ringen um Transparenz, um Ehrlichkeit und um Wahrheit.
Und es ist natürlich auch ein Ringen und ein Einfordern von Verhältnismäßigkeit. Das ist das, was wir mit unserer Corona-Politik tun. Und wenn wir das alles machen, geht es immer natürlich auch um die Freiheit. Und die Freiheit ist dasjenige, was die Würde des Menschen ausmacht. Wir sind diejenigen, die sich Sorgen machen um die Würde des Menschen und die für diese Würde kämpfen. Die anderen mit ihren Maßnahmen, die treten diese Würde mit Füßen.